Jetzt wird's verrückt. Wir haben 9, also 4,9, knapp 5 Eingang. Eingang. Durch mal die Messung wieder auf der LED, was wir dann am Ausgang haben. Ausgang, Spannung, Zeit noch 0. Starten wir mal das Gerät. So. LED ist am Leuchten und machen 9,1 wie beim letzten Mal. Ich habe mir heute mal 100 Kilo um Hoodie genommen, das hängt an dem Rot-Grün. Und das stöpseln wir jetzt mal an. So. Halt. So. Sieht der LED noch ein bisschen? Sind auf 1,4. Ist mein Body kaputt oder was? Lass mal ein anderes nehmen. Auf jeden Fall kann ich wieder ganz zudrehen. Und jetzt sind wir wieder bei 0,4. Aber was ganz verrückt ist, ich ziehe es nochmal raus. Baut sich die Spannung in der Spule erst wieder auf. Wenn es ganz verrückt ist, oder das ganz verrückt ist, ich habe hier so einen kleinen Schalter dran. Da haben wir das Gleiche. Also die Lampe wird ganz kurz heller. Na, die Batterie ist euch schon ziemlich fertig. Na? Ganz kurz wird sie heller. Ich denke mal, die Batterie ist alle. Das wäre eine gute Idee. Weil, warte mal, wir haben. Ich messe mal kurz am Ausgang, am Eingang von der Batterie. Ja, ein 9-Volt-Block, der noch 1,5 bringt, da ist schon ziemlich am Ende, würde ich sagen. Na gut, wir sehen uns gleich wieder mit einer frischen. Also 1,5 Volt dann. Also jetzt wundert mich nicht mehr. Wir haben jetzt. Lass ich noch mal ganz kurz einen Eingang. So, Eingang. Jetzt 1,58 noch. Jetzt eine andere Batterie ist jetzt die und mehr die. Und wenn ich jetzt plus, also die Messspitze wieder. So. Gehen wir mal, jetzt habe ich schon Kontakt dran. Und mal jetzt. So soll das tun. Jetzt haben wir 0,78 Ausgang. Komma 78. Interessant ist jetzt noch, was das Ding an Leistung zieht. Das möchte ich mal fix umstecken, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mal umgesteckt auf Ampere. Die Batterie ist schon wieder dran. Und wir ziehen gigantische 60 Milliampere.
Also ihn sehr schnell aus 1,5 Volt. Ja, funktioniert doch. Schönes Ding. So, mal noch ein kleiner Nachtrag. Also es funktioniert doch. Ich habe hier jetzt die Batterie mit dem blauen Kabel auf Minus und das weiße oben ist Plus. Geht auf Plus, auf die zwei Eingänge von der Spule. Der eine kommt hier raus, das ist der schwarze. Und der rote geht gleich durch auf Plus. Wenn wir den jetzt rausnehmen, ich nehme den da mal, den. Nehmen wir den. Nee, den. Ja, ich habe jetzt hier das Body mal rausgenommen. Die Lampe aus. Und wenn ich wieder reinnehme, geht es wieder an. Muss ich auch. Das Body habe ich jetzt so eingestellt, dass die Lampe am hellsten ist. Wir trotzdem nur 13 mA verbrauchen. Na, Messbereich 200. 13 mA, 2,9, 12,9. Und wenn ich ihn durchschalte, also ohne Body, dann haben wir 56. Und die Lampe ist dunkler. Sehr schön. Das war's mal noch als kleiner Nachtrag. Ach, die Spule ist mit 10 Windungen nur. Also man sieht, es geht nur mit 10 Windungen. Aber nur wenn die Batterie voll ist.